Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, war's das. Können wir doch mal rasten. Ja, dankeschön. Sehen alle einigermaßen gesund aus. Was? Und ganz kurz deine Schnellfähigkeiten benutzen, um die beiden hochzuheilen. Wie viele Hassschriftrollen haben wir noch? 2. Sollten wir auch also auch benutzen. Mich kümmert's nicht. Ihr habt eine Aufgabe. Was benutzen wir ja? Alles? Du benutzt ein Gebet. Du benutzt deine Hassschriftrolle. Und dann benutzt du auch deinen Segen. Du hast ja einen Segen. Und das dürfte dann für den Gegner da gleich reichen. Hoffe ich mal. So, Kalitz setzt den wieder an. Er legt den wieder an und dann gehen wir hier rein. Gut. So, Luftraum. Und es war doch ein Wurm. Oder eine Luftgestalt. Also nichts wirklich Gefährliches. Außer, dass Khalid vergiftet ist. Wir kommen zum Schachspiel. Ja, stimmt, wir stehen auf einem Schachfeld. Hinter Steinfiguren, die wohl Bauern sein sollen. Ihr habt gerade den letzten der 4 wesentlichen Wächter geschlagen. Und dies ist nun eure nächste Station. Ich hoffe, Herr Hoffenheim und meinem Turm hat sich bisher als angenehmer gestaltet. Aber falls ihr euch langweilen solltet, gibt es immer noch dieses Spiel. Sozusagen als besondere Würze. Ihr müsstet euch bei dem Spiel jedoch an einige Regeln halten. Die erste ist, dass ihr auf euren entsprechenden Feldern bleiben müsst. Euer König kann von seinem Feld nicht fort. Eure Königin kann sich nur auf jedes Feld begeben, das schwarze Läufer. Eure Königin kann sich auf jedes Feld begeben. Der schwarze Läufer muss auf den schwarzen Feldern bleiben, der weiße auf dem weißen. Die Pferde können beliebig ziehen, bekommen jedoch öfter mal was ab. Wenn ihr auf ein Feld zieht, das für euch nicht zugelassen ist, wird euer Vergehen mit einem Blitzstrahl bestraft. Na, sehr freundlich. Und denkt dran, wenn ein König fällt, ist das Spiel aus. Das ist klar. Ihr braucht meine Hilfe? Eure Dienerin steht zu eurem Diensten. Mist. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. Nein, so wird das nichts. Gut. Gerastet haben wir, hoffe ich mal. Ja? Ja, sieht danach aus. Also nochmal bitte das Ganze. Ihr habt Gerüste. Weil wenn Khalid so abgefuckt schon ist... Entschuldigung, blöde Aussprache. Wenn Khalid schon so kaputt ist, während des Schachspiels, ist das keine gute Ausgangssituation. Deswegen. Beinahe unter meiner Würde. Nochmal das Ganze mit Gefühl, bitte. So. Schachspiel, das kennen wir ja. Jetzt kann ich einen Quicksave machen, kurz. Was immer ihr braucht. Khalid. Ach, hat seinen Umhang gar nicht an. Kann ich euch behilflich sein? Der Umhang ist teilweise mehr Fluch als Segen. So, nebenbei singen. Wir frischen jetzt erstmal auf. Ja. So, du benutzt göttliche Macht. Die hättest du vorher schon benutzen können eigentlich. So, du machst Doppelgänger. Und verschwimmst. Ihr braucht meine Hilfe? Und sehr viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Gut, auf uns wirken immer noch die Feuerzauber. Der Feuerschutz merke ich gerade. Okay. Quicksave nicht möglich. Jetzt müsste Quicksave möglich sein. Ich zeige euch jetzt erstmal kurz, was da auf uns lauert, nämlich Bauern. Und hinter den Bauern sind alle möglichen Gegner. Das ist der König, Läufer, okay, Türme mit Bögen, Springer mit Schilden, jede Menge Zwergenbauern. Okay.
Gut. Was immer ihr braucht. Oh, das Gebet ist verschwunden. Das wird dann auch schnell erneuert. Ich bin ganz währenddessen voll. Wirkt Dünner hier schon mal hier eine Todeswolke. Sucht euch eure Freunde. Oh, und das hat einige jetzt schon umgehauen. So, schön weitermachen. Vince, du darfst darüber. Du darfst hier hin. Und du wirkst mal Entfurchtung. So. Dann wirfst du weiter Feuerbälle. Und noch mehr Feuerbälle. Du darfst hier auf den Springer schießen. Und das ist der König. Der muss fallen. Die Dame ist wohl schon gefallen. Okay. Man kann es ja mal versuchen. Khalid, automatische Pause für den Feind gesichtet. Ach so. Ja, gut. Okay, König ist gefallen. Die da sind alle gefiert. Ach so, die verschwinden, wenn sie rot werden, weil das Spiel vorbei ist. Und nicht in der eigenen Todeswolke stehen. Das ist eine schlechte Idee. So. Gut, Todeswolke abgeklungen. Da ist die Königin übrigens. Was? Jetzt gucken wir aber erstmal, was der König hatte. Ein Frostriesenstärke tranken. Schwert, ein sehr schönes. Schutz vor dem Bösen im Umkreis. Meisterstärke. Oh, ich hätte Verteidigungskoordination und sowas noch sprechen können. Froststrank kriegst du. Du kriegst mal das Zeug zu identifizieren. Die Pfeile lassen wir liegen. Meisterstärke. ETW von 1 für alle 3 Stufen. Ja. Stärke auf 18.00. Klingt gar nicht mal so schlecht. So, zweihändiges Schwert plus 3. Zweihändiges Schwert plus 3, der Rand der Welt. Dies ist eine legendäre Waffe heroischer Proportion, die vor allem in den nördlichen Barbarenstämmen zu finden ist. Meister auf Meister hat diese Klinge gegen zahllose Feinde geschwungen und das Blut, das mit dem Schwert vergossen wurde, könnte ein kleines Meer füllen. Okay, klingt übel. Will man der Geschichte Glauben schenken, dann kann eine solche Klinge nicht geschmiedet worden sein und jeder Besitzer scheint ihren Ursprung dem Mythos zuzuweisen, an den er gerade glaubt. Die grandioseste Entstehungsgeschichte ist wohl die eines großen Häuptlings, der zu den Cliffs segelte, die angeblich die Welt begrenzten. Dort griff er ins Leere um seine Willenskraft formte die Klinge aus dem Nichts. Ja, das klingt sehr, sehr skurril. Oder grandios, wie es hier beschrieben wird. Was auch immer die Wahrheit sein mag, gelangt es in die richtigen Hände, ist dieses Schwert eine furchterregende Waffe. Ja, die richtigen Hände haben wir schon. Nämlich hier, Minsk. Jetzt hat er ein ETW von 5. Damit hat er ein ETW von 6. Hätte, das ist ja ein... Ah ja, plus 2 Schwert, was noch Bewegungsfreiheit hat. Aber nehmen wir mal das hier. So, du trinkst mal 2 Stück. Ja, gut. Währenddessen gucke ich mir die restlichen Leichen an. Du hast nichts Interessantes. Du auch nicht. Ihr wart, glaube ich, die beiden Läufer. Oder wart ihr alles Bauern? Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Nee, die Bauern haben gar nichts hinterlassen. Oh, du hast was hinterlassen. Du warst, glaube ich, ein Turm. Du warst nix. Du hast auch Geld hinterlassen. Du auch nix. Du auch nichts. Und du auch nichts. Okay, wir haben einen einzigen Schild. Der magisch ist. Kannst du den identifizieren? Ja, ein Schild plus 1. Der kann also weg.
So. Gut. Was wollt ihr? Ach, hier unten wäre noch der zweite Schild wahrscheinlich. Das sieht nämlich auch nach einem Turm aus. Jo. Und ein Helm. Schild, Schild, Schild weg. Gut. Nichts leichter. Das heißt, wir können hier wohl weiter. Hier um das Schachfeld herum steht jede Menge Zeug, aber wir können damit nicht in die... Sogar sehr, sehr aufmunternd. Okay, nächste Ebene. Und übrigens, das habe ich gar nicht gezeigt, das Schachfeld ist eine extra Map sogar. Die ist gar nicht auf der, gar nicht auf derselben Ebene wie die ganzen Prüfungen, die wir gemacht haben und alles. Das heißt, wir kommen von da aus gar nicht mehr zurück. Wir müssen uns jetzt also der nächsten Ebene stellen. Beinahe unter meiner Würde. Ihr seid recht weit gekommen. Nicht viele überleben, um zu berichten. Du bist ein Geist, oder? Durlak Trolltöter. Also du siehst nicht aus wie so ein Doppelgänger, Durlak, wie wir oben begegnet sind. Du siehst eher aus wie Ulcaster, so geistermäßig. Also bist du vielleicht wirklich der echte Durlak jetzt? Noch wenigere leben und kommen frei. Ihr seid noch lange nicht fertig. Ich habe noch viele Überraschungen. Sucht nach der Richtung in diesem Ort. Wenn ihr den Pfad versteht, wenn ihr den Ablauf der Dinge versteht, werdet ihr weitergehen können. Ihr müsst es wert sein, gegenüberzutreten, was euch erwartet. Hier gibt es unvorstellbares Übel. Ihr müsst die neuen Eindringlinge hinauswerfen. Neue Eindringlinge? Also ja, die alten Eindringlinge waren ja die Doppelgänger, die seinen Clan getötet haben. Neue Eindringlinge, meint er damit den Todesritter, dem wir oben begegnet sind, im ersten Stock? Also ich bei dem Erdgeschoss vom Turm, nicht vom Dungeon. Das könnte gut möglich sein. Aber er redet von Eindringlingen, also von der Mehrzahl. Die neuen Eindringlinge, nicht der neue Eindringling. Vielleicht die anderen Doppelgänger, die noch oben waren. Das kann gut möglich sein. Die würde er nämlich kaum selber angeheuert haben. Wer seid ihr? Seid ihr Durlak selbst? Warum spottet ihr meiner Phantom? Wer seid ihr, dass ihr so etwas wagt, um so etwas zu wagen? Wollt ihr mir böset? Böses? Ich werde weder Geistern noch Gespenstern weichen. Wer seid ihr? Seid ihr Durlak selber? Also wir sind mal neugierig. Bin ich Durlak? Ihr habt recht. Euch zu wundern. Achso, das ist ein Komma. Ihr habt recht, euch zu wundern. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Ihr habt Fallen und Illusionen und Phantome gesehen. Aber Durlaks Geist ist schon lange dahingeschieden. Hin zu welchem Schicksal der dunkle Schleier auch birgt. Dieser Ort ist seine Furcht, sein Zorn, seine Qual. Ihr wollt also diesen Ort erobern? Ihr werdet verstehen müssen, was ihn geschaffen hat. Behaltet gut in Erinnerung, was ihr bereits gesehen habt, oder verlasst diesen Ort jetzt und lebt ein langes und natürliches Leben. Drei Pfade führen fort, auf allen müsst ihr gehen. Okay. Hey, ein Tagebucheintrag mal wieder. Hatten wir schon lange nicht mehr, gell? Das war's mit den vier Wächtern. Es scheint, als ob ich irgendeine Art Aufgabe, das war das mit dem Schwert. Ich habe endlich die Rätsel der vier Wächter gelöst. Dieser letzte hier, die Liebe, muss den Schlüsselstein bewachen. Mit dem Stein wird der Aufzug zu den unteren Ebenen funktionieren. Ja, das war noch im ersten Stock. Dann den zweiten und dritten haben wir gar keinen Tagebucheintrag gemacht. Ich habe ein Phantom getroffen. Vielleicht war es Durlak selbst. Es sagte, dass der wahre Geist Durlak schon seit langem vergangen sei, dass aber sein Hass und seine Furcht, durch die der Turm auch erbaut wurde, ihn noch aufrecht erhält. Das Phantom sagte, ich müsse zwei Pfade erkennen, die zu diesem Ort führen. Zwei? Er hat von drei gesprochen. Das ist wahrscheinlich ein Tippfehler. Danach werde auch der Weg klar. Es scheint auch etwas von mir zu wollen. Es sagte, dass ich hier seit kurzem ein bösartiges Wesen befände, das nicht zum Turm gehöre und daher vertrieben werden müsse. Ich habe eigentlich keine Lust, in der Keim für dieses Wesen zu spielen, aber ich habe wohl keine andere Wahl, außer dass ich einfach gehe. Wie sollen wir einfach gehen? Also ja, mit dem Wesen ist gemeint, wo war es denn? Bild bekam Sarivok Diebesgilde, nein, das war schon viel weiter unten.
Wir haben einen Elfenmagier getroffen. Nein, das war auf der Werwolfsinsel. Das war auch noch Werwolfsinsel. Genau, hier sind wir bei Durlaks Turm. Die Geschichte über diesen Reichtum. Durlak brachte Söldner, Schutzwelle. Genau, irgendein Wesen aus der Hölle hat offenbar Durlaks Turm in seine Gewalt gebracht. Es war eine skelettartige Gestalt in Rüstung, die mit Kugelblitzen um sich warf, als wenn das gar nichts wäre. Was es auch war, es hatte unglaubliche Kräfte.